So Leute, auch diesen Monat gibt es ein Update, wie es jeden Monat ein Update gibt. Und normalerweise erzähle ich euch hier, in welchen Turnieren ich gespielt habe, wie die FNMs liefen, was so Neues kam. Aktuell ist die Welt leider auf dem Stillstand, wodurch nun mal keine Turniere stattfinden, kein Friday Night Magic. Offiziell darf man sich nicht mehr als zwei Leute treffen. Dementsprechend, also zu zweit. Dementsprechend sind die Gameplay-Videos, die ich in nächster Zeit habe, sehr rar gesät. Es sind noch ein paar gute dabei, richtig, richtig gute, aber man hat schon ein paar gesehen, die ich jetzt so sehr sporadisch bei mir zu Hause aufnehmen musste. Ich hoffe mal, dass die Zeit so schnell rumgeht, dass mir nicht das Footage leer geht. Wie gesagt, ich habe jetzt die Änderung gemacht, dass jeden Sonntag Gameplay-Videos kommt. Es kommen alle zwei Wochen ein Decktag, alle anderen zwei Wochen kommt ein aktuell Pre-Release-Pack. Es können auch andere, etwas größere Sachen sein, die geopend werden. Und halt die zwei Booster-Videos pro Woche. Zusätzlich kommt jetzt demnächst noch ein bisschen was dabei. Und zwar als allererstes kann ich erwähnen, ich habe einen Sponsor. Und zwar Tokens for MTG. Unter vielen Videos steht schon drunter. Und ja, Tokens for MTG macht tatsächlich Custom-Tokens. Also wenn ihr die normalen aus den Boostern oder aus den Decks nicht so cool findet, wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich habe ein voll ausgefeultes Deck, wie ich das in meinem Death and Taxes habe, oder ich möchte einfach besondere Token haben oder auch Tokens, die es von Magic selber nicht gibt, wie zum Beispiel Mana für Storm oder ähnliches. Die Seite kann euch aushelfen. Da sind sehr, sehr viele Künstler drauf, sehr, sehr viele Tokens, verschiedenste Arten und Weisen. Bei einer Bestellung von mindestens 10 Euro könnt ihr mit den Codes MK1 und MK2 entweder einen, mit MK1 den Manga-Kraken-Token explizit dabei kriegen. Bei MK2 ist es der Cartoon-Token. Und die Tokens sind limitiert, die gibt es auch so nicht im Shop zu kaufen und wenn die weg sind, sind die weg. Zusätzlich unterstützt ihr damit dann hier diesen Channel, was natürlich auch wieder dazu zugute kommt, dass ich wesentlich besseres Equipment und ähnliches beim Gameplay dann benutzen kann. Ansonsten habe ich aktuell, bin ich in Gesprächen mit mehreren Herstellern, die Namen kann ich dann erst sagen, wenn ich weiß, was bei rumgekommen ist. Von Deckboxen, Hüllen und ähnlichem. Einfach nur für Review-Zeug, mal zu gucken, was man so machen kann. Was man eben sich jetzt schon mal holen kann für die Zeit, wenn man wieder raus darf. An dieser Stelle wollte ich euch allen mal ein großes Danke aussprechen für so viele Leute, die meine Videos schauen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut ankommt. Gerade die Gameplay-Videos sind ja extremst beliebt. Die Openings ebenfalls. Die Booster eher weniger, aber das ist auch eher Filler-Content, wenn man mal gerade so ein bisschen irgendwie kurz Zeit hat. Und dementsprechend werde ich diese Videos auch beibehalten, auch wenn die von den Klickzahlen und von der Zeit, wie die Leute sie gucken, nicht so beliebt sind. Dann schaut euch lieber den Content an, der euch gefällt. Wenn ihr noch weitere Ideen habt für Content oder ähnliches, ich habe noch so zwei, drei Sachen, die ich noch machen will, gerade jetzt in der Corona-Zeit, auch für den Fall, dass mir die Gameplays ausgehen und man weiß ja nie, wie lange das jetzt dauert, werde ich noch ein paar Sachen produzieren. Da bin ich mal gespannt, wie die ankommen. Mal gucken, ob man die beibehalten kann. Das werdet ihr aber noch früh genug mitkriegen. Ja, wie gesagt, dementsprechend ein großes Danke an euch, an alle Leute, die die Videos liken, die überall sonst so Werbung für mich teilweise machen und einfach nur da sind und Kommentare geben und sich die Videos einfach nur anschauen. Auch die Leute sind super wichtig und ich bin sehr dankbar, dass die Leute da sehr großes Interesse dran zeigen. Also könnt ihr gespannt sein. Es gibt noch einige Videos, die ich machen möchte. Und wirklich noch eine Menge Ideen, die noch bei rumkommen können. Gerade jetzt in der Zeit hat man ja ein bisschen mehr Zeit, wenn man mehr daheim ist und eben mehr Freizeit genießen kann, auch wenn die Zeit im Homeoffice echt anstrengend ist. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Gewinnspielauflösung und die kommt jetzt. So wie immer, wunderbar handgesteuert und verwackelt, hier einmal auf meinem Bildschirm. Und unser Gewinner dieses Mal ist, ich muss da unten noch drauf drücken. Das ist der Darf Ritze. Und ja, die damit geht an dich die Box. Und ja, zu dem Kommentar sage ich mal besser nichts. Ja, hierbei Glückwunsch an dich. Du kriegst diese wunderschöne Box. Ich werde mal gucken, dass ich mich bei dir melden kann. Fürs nächste Mal habe ich mir gedacht, ich habe noch eins übrig. Das werde ich dann, wie ich das bei den anderen Sachen gemacht habe, einfach
On-Kamera öffnen und demjenigen zuschicken, der das gewonnen hat. Wie ihr teilnehmen könnt, ihr könnt einfach das Video liken und mir unten in die Kommentare mal schreiben, wie ihr die Corona-Zeit übersteht, wie ihr noch Magic spielt. Trefft ihr euch auf irgendwelchen Plattformen wie Magic Online, Magic Arena? Seid ihr über Streams am Spielen, über Skype oder ähnliches? Es würde mich einfach mal interessieren, was die Leute so machen, ob sie überhaupt was mit Magic machen. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen, keine Zeit für Magic, kein Interesse an Magic. Andere Leute, die daheim sitzen und heimlich ihr ganzes Deck am Mischen sind, weil sie Langeweile haben. Das interessiert mich einfach. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.